Kiew, geboren und dort von den ersten Scheichs und angesehensten Lehrer unterrichtet. Sein hoher Wuchs, die bleiche Gestalt und eine traurig nachdenkliche Ernsthaftigkeit, wie sie junge Menschen manchmal haben, fielen auf. Wie wichtig finden Sie, dass man fremdsprachige Schüler und Schülerinnen auch mit Projekten besucht, mit Literatur besucht, in ihrer eigentlichen Herkunftssprache? Das finde ich für sehr wichtig und extrem positiv und gut. Die Schüler leben sozusagen zwischen den zwei Sprachen. Wenn man das sehr ernst nimmt, leben wir alle zwischen den verschiedenen Sprachen. Aber wenn man zu Hause eine Sprache spricht, in der Schule eine andere, dann lebt man zwischen den zwei Sprachen sozusagen buchstäblich, mechanisch. Da ist es sehr wichtig, sich einigermaßen in den beiden Sprachen zu Hause zu fühlen, irgendwie heimisch fühlen. Und genau das passiert, wenn zum Beispiel ein Schriftsteller kommt und eine bestimmte Anzahl von Schülern in ihrer Muttersprache anspricht. Das ist sehr wichtig. Da wird Schule vorübergehend in einem Augenblick zu einem zweiten Zuhause. Das ist schon sehr wichtig und sehr gut, dass man sich die Schule aneignet. Ich habe Leute gekannt, die hunderte von Handbüchern über das Schwimmen gelesen haben. Keiner von denen lebt mehr, weil sie das Schwimmen in den Büchern und nicht im Wasser lernen wollen. Um Schwimmen zu lernen, muss man in das Wasser gehen. Es gibt Sachen, die man nur wissen kann, wenn man sie mit dem Körper, mit den Emotionen und mit dem Kopf erlernt hat. Das heißt Bildung. Ihr habt Wissen, wenn ihr das Erlernte auch emotionell, auch in einigermaßen sozusagen körperhaft begriffen habt. Und dieses Wissen kann man nicht verlieren. Dieses Wissen ist immer dabei, in uns, mit uns. So, und im Original auf Bosnisch klingt das folgendermaßen. Dželaludin je rođen u Diyarbakiru, gdje se školovao kod prvih šejhova i najuglednijih ljudi. Padao je u oči zbog visokog gazda, bijele puti i nekakve tužne, zamišljene ozbiljnosti, kakva se ne nalazi kod mladih ljudi. Das war ganz offensichtlich, dass die Schüler, sobald ich auf Bosnisch zu sprechen begann, sich irgendwie anders gefühlt. Sie haben sich irgendwie gefreut, denn, wie Sie sagten, vieles geht verloren. Aber die Sprache ist, würde ich behaupten, wichtiger als alles andere. Wilhelm von Humboldt, ein großer Sprachphilosoph, schrieb, dass wir Menschen die Welt nicht nur verstehen, sondern auch empfinden, so wie sie uns durch unsere Sprache dargestellt wird. Sprache bewahrt.
Sprache artikuliert, unser Verständnis, aber auch unsere Emotionen, unser pathetisches Universum. Daher ist es sehr wichtig, dass die Sprache, in der wir zum ersten Mal unsere Mutter angesprochen haben, nicht verloren geht. Dass man den jungen Menschen demonstriert, offensichtlich macht: Wir akzeptieren euch total, so wie ihr seid. Auch eure Sprache ist uns willkommen. Das erzeugt, glaube ich, ein gutes Gefühl. Du musst nicht auf deine Sprache verzichten, damit du mein Freund, mein Gesprächspartner, mein Mitarbeiter werden kannst. Im Gegenteil, wenn du deine Sprache, auch deine Sprache, bewahren kannst, bist du möglicherweise, bist du ganz sicher noch besser, weil noch komplexer, kompletter und so weiter. Gut gemacht.